Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel FSV Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Einen schönen Gruß auch in unsere Business-Räumlichkeiten. Bei uns hier vorne die beiden Cheftrainer Peter Herrmann für Fortuna Düsseldorf, Thomas Oral für den FSV Frankfurt. Und das erste Wort, wie immer, geht an den Gästetrainer. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir hatten eine schwere Woche. Die letzte Woche mit der Beurlaubung von Frank Kramer. War nicht so einfach und stand auch noch mit dem Rücken zur Wand mit ganz wenig Punkten. Wir haben die Woche ordentlich trainiert. Wir sind zur Tagesordnung übergegangen. Und ich denke, heute hat die Mannschaft sich belohnt. Sie haben sehr gut gekämpft. Wir hatten auch das nötige Glück, im richtigen Moment die Tore zu machen. Und hätten auch in der zweiten Halbzeit schon sogar das dritte machen können. Nichtsdestotrotz sind wir nochmal in Schwierigkeiten gekommen, auch mit der Ampelkarte, die nicht nötig war, was auch nicht passieren darf. Aber letztendlich, denke ich, war es nicht ganz unverdient, war ein bisschen glücklich, aber die Mannschaft ist für ihre Arbeit heute auch mal belohnt worden. Vielen Dank, Peter Herrmann. Würde ich sagen, Tommy, dein Statement zum Spiel. Ja, in den letzten Wochen geht es mir ja immer irgendwie so, dass ich gemischte Gefühle habe bei dem Spiel, weil ich auf der einen Seite unserer Truppe ein Riesenkompliment machen muss, weil sie aufopferungsvoll und voller Leidenschaft Fußball spielt, auch mit unheimlich guten Kombinationen nach vorne kommt, Situationen selbst sich herausspielt, keine Zufallsprodukte hat. Aber wie es manchmal so ist, gibt es Situationen und ja, ich will mir nicht die Zunge verbrennen heute. Weil es einfach sehr, sehr ärgerlich ist, so ein Spiel zu verlieren. Wir wussten, dass der Gegner angeschlagen ist. Man braucht nur auf beide Mannschaftsaufstellungen gehen und dann die Erfahrungswerte der Mannschaften mal vergleichen, wie viele Spiele auf der einen Seite Erstliga, Zweitliga Bedeutung haben oder Spieler, die Erst- und Zweitliga schon lange kennen und wie viele bei uns jetzt die zweite Liga als Neuland betreten, dann spielen wir wirklich eine atemberaubende Partie. Auch wir liegen 0-2 zurück, kommen trotzdem wieder zurück mit einem sehenswerten Freistoßtreffer. Aber manchmal ist es im Leben halt so, dass gewisse Spieler in einer neuen Liga, beziehungsweise wenn die Liga zu hoch für sie ist, überfordert sind. Und dann gibt es natürlich auch andere Menschen, die irgendwo in ihren Positionen überfordert sind. Und das ist nicht seit heute so, sondern wenn man einfach mal gewisse Dinge in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal analysiert, ist es natürlich schon erschütternd, was da manchmal entschieden wird. Düsseldorf wünsche ich natürlich alles Gute. Sie haben sich den Sieg erkämpft. Wir haben natürlich heute für uns, ist eine unnötige Niederlage, die tut unheimlich weh. Und da müssen wir uns versuchen, so schnell wie möglich schütteln, weil wir jetzt auch mit der Niederlage, denke ich, wieder im Abstiegskampf angekommen sind. Danke dir, Tommy. Gibt es Fragen von den anwesenden Journalisten? Dann bitte um ein kurzes Handzeichen. Mikrofon haben wir hier vorne an der Seite. Das kommt dann auch so gleich. Wenn ich so in die Runde blicke, sieht das doch Michael Helms, Frankfurter Neue Presse. Trotz allem Bemühens deiner Mannschaft, Thomas, war aber auch ersichtlich oder war zu sehen, dass sie nur aus dem Spiel heraus nur eine einzige Torchance sich erspielt hat. Das ist ein bisschen wenig für eine Heimmannschaft, die heute ihre 6. Heimniederlage kassiert hat. Ja, gut. Wo siehst du da die Gründe für diesen? Gut, einmal ist es so, dass wir in Situationen waren, wo wir dann auch die Ecken rausgeholt haben. Das waren ja dann schon Situationen, wo man doch den letzten Ball nicht genau gespielt hat. Trotzdem ist es so, dass dann Rensing einmal eine sensationelle Parade gemacht hat. Aber ich habe einen Gegner heute auch gesehen, der mit viel, viel mehr Erfahrung und mit einer ganz anderen Qualität im Kader, die auch nicht mehr Chancen aus dem Spiel heraus hatten. Und zweite Liga ist nun mal so. Aber trotzdem haben wir, wenn ich gerade in der zweiten Halbzeit sehe, die eine oder andere Szene, wo es dann ein bisschen hektisch wurde, wenn wir da noch ein bisschen ruhiger werden. Das ist natürlich auch dem Alter geschuldet von dem einen oder anderen. Aber klar ist, dass ich der Mannschaft 0,0 Vorwurf machen werde und kann. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Ja, dann sehen wir uns hier nochmal Ende des Jahres gegen Arminia Bielefeld. Bis dahin. Tschüss.